VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Flutlichtspiel am Freitagabend. Das B-Win-Topspiel der Woche. Ja, auf Platz 11 in Bremen beim SV Werder 2. Begrüße wie immer auch unser Chefcoach Peter Vollmann. Peter, die Osterfeiertage nach der 0:5 Niederlage gegen Paderborn. Natürlich nicht ganz so schön wie erwartet. Wie lief der erste Trainingstag gestern mit der Mannschaft? Wie habt ihr das Spiel nochmal aufgearbeitet? Ja, Ostertage in der Tat. Montag haben wir wieder angefangen zu trainieren. Alle waren betroffen, alle waren sauer. Und da habe ich jetzt schon meine Meinung zu gesagt. Wenn wir Vereinbarungen treffen, dann werden sie von unserer Seite oder von meiner Seite auch so durchgespielt. Und deswegen war die Stimmung nicht so gut. Wir haben dann ganz normal die Gegentore nochmal angeschaut, das Spiel teilweise nochmal angeschaut und haben dann unsere ganz gravierenden Fehler, die wir gemacht haben, auch erkannt, weil der Videobeweis ist ja nun mal der neutralste Beweis überhaupt, wo man also nicht mehr sich selber woanders hinstellen kann und das auch nicht mehr so sehen kann, wie es früher war. Da hat man sich immer noch 5-6 Meter nach rechts und links gesehen, deswegen konnte man nicht hinkommen. Aber heute ist das eben anders, dass man genau analysieren kann, wo die Fehler lagen, wo die Defizite waren. Und die waren ähnlich gelagert wie in Magdeburg auch. Und insofern haben wir das dann mal vor dem Training nochmal aufgenommen und dann sind wir dann ganz normal, so wieder, wie wir es immer machen, erstmal so einen Reinkommtag, wo wir dann intensiv unseren ganzen Körper durchnehmen und das haben wir dann am Montag auch gemacht. Es gab mit Luca Schnellbauer ja ein kleines Sorgenkind, hat sich eine Rippenverletzung zugezogen. Wie ist der Stand bei ihm und gibt es weitere Ausfälle noch zu begleiten? Ja, weiterer Ausfall ist klar. Maximilian Welsmüller, A ist er verletzt und B hat er seine 5. gelbe Karte. Matthias Morris hatte unten am Fußgelenk etwas, das hat sich aber schon wieder relativiert, also er wird mit Sicherheit spielen können. Und Luca Schnellbacher hat natürlich so eine Rippenprellung, ist nicht angenehm, aber so wie ich den Luca kenne, wird er auf jeden Fall am Freitag dabei sein und will auch dabei sein. Ich denke, dass er vielleicht heute nochmal sich vorsichtig im Training bewegen wird, aber schon mitmachen wird. Und insofern, denke ich mal, ist er dann am Freitag auf jeden Fall dabei und mehr haben wir eigentlich nicht. Dann steigen wir direkt ein in die Fragenrunde. Ihr habt das Wort. Herr Vollmann, Sie haben es angesprochen, Sie haben die Videoanalyse angesprochen, die wahrscheinlich etwas länger gedauert hat als geplant bei so vielen Gegentoren. Sie haben gesagt, die Stimmung war auch schlecht. Woran merkt man das? Reagiert da die Mannschaft auf in so einer Videoanalyse? Ergreift die auch selbst das Wort oder reden dann nur Sie? Ja, ist so. Also bei mir kann man die planen. Also die Videoanalyse war sehr kurz. Also gar nicht lang, sondern war sehr kurz. Einfach auf die Defizite nochmal, auf die ganz klaren, großen Defizite nochmal hingewiesen. Und dann, was ich auch schon gesagt habe, man kann ein Spiel verlieren. Die ersten zwei Tore waren ja jetzt, sage ich mal, in der Sache ziemlich unglücklich von der Entstehung. Da hat der Gegner ja nicht viel beigemacht, sondern hat einfach nur unsere Fehler genutzt. Und ich habe das vor dem Spiel schon gesagt, ein Fehler, ein Tor. Das war jetzt mit Sicherheit so. Ja, hier waren jetzt im Grunde genommen 5 Fehler, 5 Tore und vielleicht noch einer dazu, wo wir auch noch ein 6. bekommen können. Und ich kann das natürlich immer nur sagen, bis zum 3-0, dann ist es schon bitter genug. Und dann hat mir einfach die Einstellung gefehlt. Und es ist so, dass die Mannschaft, und das muss man in Einzelgesprächen aufarbeiten. Ich glaube, man kann jetzt nicht diskutieren in einer Mannschaftssitzung, wer wann wo jetzt einen Fehler gemacht hat und dann möglicherweise noch über Einstellungen diskutieren, sondern wir dürfen einfach
als Verein, wir als Trainerteam erwarten, dass die Einstellung über 90 Minuten stimmt und nicht, wenn es dann mal ganz schlecht läuft, dann einfach vorbei ist. Und da finde ich immer den Satz von Roland Vogt immer noch gut, Geld für Leistung, und das müssen wir einfach auf den Teppich bringen. Wir haben es gestern Abend wieder gesehen, Osnabrück im DFB-Pokal, Landespokal ausgeschieden. Und wie schnell das geht, und wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust, einmal in Bremen, das ist das erste Spiel, und dann am Mittwoch das zweite Spiel. Und wir können auch nicht jeden Tag über Einstellungen reden, sondern es ist ja immer so, und da zitiere ich mal meinen alten Trainerkollegen Thomas Schaaf, der aus Bremen kommt, der hat immer gesagt, wir wissen nach dem Spiel immer, was wir verkehrt gemacht haben, nur im Spiel fällt uns das nicht ein. Und das sind immer so Sachen, wir wissen immer, was wir verkehrt gemacht haben, ärgert uns auch am Ende des Spiels, aber man muss halt eine Menge dafür tun, damit man sich nicht ärgern muss. Und darauf muss man die Spieler halt immer wieder, sowohl intern als auch schon mal öffentlich, müssen wir die dann einfach auch mal kritisieren dürfen. Und es muss sich die Einstellung der Mannschaft einfach ändern. Das ist A und O. Die Einstellung gegen Rostock hier hat ja gepasst. Jetzt war es ein besserer Kader, würde ich mal sagen, zumindest. Und die Einstellung hat nicht gepasst. Denkt man dann drüber nach, vielleicht den einen oder anderen dann doch rauszunehmen? Ja, es ist so, es ist ja so, dass wir im Moment gewisse Potenziale zur Verfügung haben. Die muss man zu einer Mannschaft zusammenfügen, die in sich auch stabil ist. Wo jeder dann auch mal die Schwächen des anderen ausgleichen kann. Aber das habe ich schon gesagt, das ist im Moment nicht unbedingt der Fall bei uns. Ich kann natürlich auch einen Spieler, der jetzt auch mal kritisiert worden ist, wie der Lukas, ich habe ihm das gestern auch gesagt, Lukas, das sind Dinge, die muss ich dir als Trainer sagen. Und er hat mir gesagt, ich kann damit umgehen, Trainer. Ich weiß, dass ich das abstellen muss. Ich weiß aber auch als Trainer, dass er kein Sechser ist. Also, dass er natürlich ein Spieler ist, der besser auf der 10 aufgehoben ist, aber wir hatten eben im Moment keinen. Und um diese Dinge besser zu gestalten, dass wir vielleicht etwas stabiler sind. Trotzdem ist es für ihn auch ein Lernprozess, auch wenn er dann auf 6 spielt, kann man nicht sagen, so gewisse Dinge lasse ich jetzt einfach laufen. Und kann sich auch nicht damit entschuldigen, dass er 10er ist, jetzt 6 spielen muss und dann die Fehler passieren dürfen. Geht auch nicht. Sondern dass wir jetzt auch den ein oder anderen Wechsel innerhalb des Teams machen werden, das ist, glaube ich, auch normal. Sie haben die Verletztenliste angesprochen, 2 sind nicht mehr dabei, Vasilialis und Preisinger. Das heißt, sie sind voll einsatzfähig. Ich sag mal so, ich hoffe, dass sie 45 Minuten spielen können, und wir müssen dieses Spiel auch dazu nutzen, dass beide 45 Minuten spielen sollen. Ja, und wenn man sie möglicherweise intern austauscht, dass der erste spielt die erste Halbzeit 45 Minuten, der zweite die zweite Halbzeit 45 Minuten, weil Daniel Stanis ist auch wieder dabei. Also es sind für uns einfach wichtige Spieler, die wir in der Endphase der Saison jetzt unbedingt brauchen. Und sie sind jetzt so weit, Rico hat gestern nochmal mittrainiert, Sebi hat auch nochmal mittrainiert. Fitnesszustand ist nicht optimal, aber ich sag mal 45 Minuten sind auf jeden Fall drin. Und wenn beide, das muss man auch sagen, beide für mich die Ampel auf grün schalten, dann wird das auch so sein, dass ich das machen werde. Und damit einfach wir sehen können, wie der Zustand der Spieler jetzt ist, ob sie auch den Mut haben, sich dann hundertprozentig dann körperlich einzusetzen. Das sind ja wichtige Dinge, die der Spieler auch von sich als Signal braucht. Ja, es klappt, es geht. Wobei Sebi ist ja jetzt nicht am Knie verletzt oder so, sondern der muss halt sehen, wie seine konditionelle Verfassung mittlerweile ist. Er trainiert ja schon fast jetzt 2 Wochen komplett mit, aber man merkt, dass er eben immer noch, wenn die Belastung sehr hoch ist, dann auch richtig durchpusten muss. Rico hat jetzt seit einer Woche wieder normal trainiert, hat auch Rückstand, aber trotzdem, bei Rico ist es eben noch das Fußgelenk, ob man dann eben den Willen und die Kraft hat, dann auch hundertprozentig durchzuziehen, da muss er sich sicher sein, aber ich denke, beide Signale von den Spielern sind positiv, dass ich es so machen werde, dass jeder 45 Minuten spielt. Sie
sagen, jeder sollte die 45 Minuten bekommen. Ist dieses Spiel in Bremen eine Generalprobe auf Mittwoch? Da muss man bei Journalisten vorsichtig sein, wenn man das sagt, wenn man das zugibt. Und ich denke, das ist nicht vernünftig, wenn wir das machen. Es ist eine Situation, wo wir nochmal unsere, ja, das, was ich sage, Einstellungen richtig an den Tag legen können gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison noch keine Klatsche gekriegt hat, die in dieser Saison, ja, obwohl sie schon richtig schlecht da stehen, ich habe sie Ostersonntag in Lotte gesehen, die haben bis zur letzten Minute haben die Gas gegeben und wir können nicht darauf hoffen, dass sie auf sogenannte, auf eine Abstiegsmannschaft treffen, die sich schon aufgegeben hat, sondern jeder Spieler, muss ich auch sagen, muss ich den Hut verziehen, gibt 100% bis zur letzten Sekunde. Und wenn man die dann auch gesehen hat, wie sie sich geärgert haben über diese Niederlage, dann weiß man, dass die unabhängig von der Tabelle Fußball spielen, sondern einfach sich auf jedes Spiel hoch konzentrieren und das Spiel auch gewinnen wollen. Und das hat man in Lotte auch gesehen und die Mannschaft war keinen Millimeter schlechter als Lotte. Die haben ja auch gegen Paderborn, haben wir sie auch gesehen. Die Mannschaft war keinen Millimeter schlechter als Paderborn. Was Paderborn macht, wie bei uns auch, wenn du einen Fehler defensiv machst, dann hast du einen drin. Und das war gegen Bremen, Paderborn. Genau. Trotzdem muss ja diese Serie irgendwo herkommen. Die haben jetzt 28 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Wo haben die diese großen Defizite, dass es halt doch irgendwo nie klappt? Ja, das kann man ja auch an ihren Gegentoren sehen, zum einen und zum anderen. Das ist eine Mannschaft, die voll offensiv ausgerichtet ist. Da spielt jeder, spielt da Offensivfußball, haben eine strenge Ordnung und die Mannschaft ist einfach hängt vielleicht diese Unerfahrenheit. Ja, in manchen Situationen sieht man einfach, dass die Spieler unerfahren sind, ja, Situationen dann auch nicht richtig einordnen und dann bekommt man ein Gegentor in der dritten Liga. Und das ist, glaube ich, das, was der Mannschaft, offensiv ist die Mannschaft absolut drittligatauglich, ja, im oberen Bereich. Sie haben aber Mängel und das gebe ich Ihnen recht, die Serie kommt nicht umsonst. Sie haben auch jetzt in Lotte wieder zwei Tore oder Standardsituationen bekommen, ganz selten aus dem Spiel heraus. Das ist eben auch eine Schwäche von ihnen. Ich glaube, das weiß auch da jeder. Und dass sie eben in der einen oder anderen Situation so unerfahren sind, das ist bei U23-Mannschaften der Fall. Und das sieht man ja bei vielen U23-Mannschaften, dass sie eigentlich sehr, sehr gut Fußball spielen können, aber ihre Defizite manchmal einfach gegen den Ball haben, aus einer gewissen Unerfahrenheit heraus. Und das ist bei Werder Bremen, bei der U23, sehe ich das ja eigentlich genauso. Deswegen werden sie, wie gesagt, wenn sie eine Chance haben, werden sie nicht dran vorbeischießen, daran liegt es nicht, sondern es liegt einfach daran, dass sie, glaube ich, eine gewisse Unerfahrenheit haben, die man eben auch in der dritten Liga braucht, dass man erfahrene Spieler hat, die mit gewissen Situationen auch umgehen können. Ist es einfacher für den VfL, vor allem, wenn man auf so einem Spiel in so einer Top-Mannschaft jetzt auf so einen Abstiegskandidaten trifft, wenn man selbst in der Favoritenrolle ist? Also ich glaube, es ist für keine Mannschaft einfach, wenn man eine derbe Niederlage kassiert hat, das ist, glaube ich nicht. Ja, es ist auch nicht schön, dass es so ist. Und ich glaube, dass auch die Auswirkungen man nicht überschätzen darf. Sondern das sind als professionelle Fußballspieler, ja, da kann man als Selbstvertrauen ein bisschen weg sein, aber im nächsten Spiel muss das wieder da sein. Weil ja, und da bleibe ich auch bei, ja, der letzte Druck ist für uns nicht da, also kann ich dann auch wieder neu versuchen. Ja, wenn ich unter Druck bin und soll schwierige Dinge neu versuchen, dann lasse ich sie vielleicht sein, aber das ist ja bei uns letztendlich nicht der Fall, sondern wir können ja immer mit einem, ich sag mal, relativ drucklos in so ein Spiel gehen und können dann auch versuchen, mit Selbstvertrauen aufzutreten. Ne? Und was ich aber sage, alles das nützt nichts, wenn wir eben mit dem Spazierstock auf den Platz gehen, ja, und versuchen, etwas gemütlich abarbeiten zu wollen. Das geht halt nicht.
VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.